War ja wieder klar. Neue Gelle bekommen. Auch nur verteidigen. War Zufall, oder? Ja, unser Programmer-Kollege, der trägt uns. Operator auch Zufall, oder? Ja. Denk dran, nicht A drücken beim Rekrut. Der Typ denkt sich jetzt bestimmt, Alter, was soll ich für Bombentypen im meinem Team, ey. Wir können doch jedem einem Lächeln ins Gesicht zaubern, oder? Mit der Frostbutter auf jeden Fall. Jäger, gar nicht so schlimm. Hast du Long Range? Gut, genau, gleich noch. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen. Ach, und Keller hier. Wo war das jetzt hier? So von hier. Was? Wo ist denn hier die? Ich sehe gar nicht durch. Ach ja, hier geht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo hier lang. Wo lang das ist. Wand befestigt! Gut, wurde entdeckt. Ohne Aim läuft schon mal. Nicht. Hier ist ja die Außentür. Bin schon gewundert. Ich mache einfach hier meine Wände. Dann lege ich auf jeden Fall eine Twitch-Runde. Ach, Twitch. 10 Sekunden noch. Wir werden beim Angriff auch total umlaufen werden, weil wir gar keine Ahnung haben. Keine Ahnung. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Juckt mich aber auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Lege Willkommensmatte aus. Wo ist die Tür? Ach, ich muss jetzt hier. AVS ist einsatzbereit. Das war doch mal früher so, dass man das AVS gelegt hat. Nur RB drücken musste, oder? Oder musste man schon immer. Programmer-Einstellung. Was heißt Programmer-Einstellung? Mit dem X, ja. Das ist diese erweiterte Einstellung, ja. Ich hab schon immer so gespielt. Mann, die Ficker, ey. Du kannst das ja wieder zurück. Ach, du hast schon immer so gespielt? In diesem Bereich ist ein. Ja, und ich bin auch ein Pro-Gamer. Ja, wenn ich halt eine Sprengladung oder so angelegt habe und gehört habe, dass da jemand hinter ist, dann habe ich konnte das halt wieder abwischen. Hier war schon einer. Entschuldigung. Könnte man nochmal markieren? Ach, da. Boah, Franz! Eddie, Wichser! Boah, du bist richtig drin in der Season hier, ne? Merk ich schon. Ich hab gehört, Franz trägt uns hier zum Goldmann. Jetzt muss ich beim Stacheldraht Cheater-Position da oben. Einer kommt hier durch von der Tonne aus. Das ist auch die scheiß Cheater-Position da oben auf dem Schrank. Das ist so ein Eingang mit so einer Tonne. Ja, scheißegal. Ich hab die jetzt gerade gefunden. Die war nice. Aber hier war nice schon drin. Zum Ficker. Von der Seite hier kommt Twitch, die macht doch eine Drohne, die kommt auch von der westlichen Richtung. Das ist glaube ich nichts Brauchbares. Oh ja, hier geht was auf. Franz. Ach, Franz ist ja schon tot. Franz. Ja, sie. Fuck. Ach Mensch. Den Biogefahrgutbehälter verhindert. Mensch, geh weg, du hast. Ach komm schon! Mission gescheitert. Eigener Druck noch. Bullshit, ey. Ja, es war jetzt echt Bullshit. Was macht denn der AMG-Typ? Der hat einen Kill im Gegensatz zu uns. Sieh mal einen Schringer, boy. Also im Gegensatz zu uns dreien. Franz hat ja einen Kill. Ah, starke 30 Punkte EZ, besser als Stefan. Wie? Was hat Kill? Guck doch, besser als so viel. Ich will jetzt einen Operator. Ich musste gucken. Zufall? Ja. Dann machen wir eine Tippe. Ach, Zufall. Zufall, Schmuschall. Ich meine nicht Zufall. Ich spiele hier seriös. Achso, und wo kann ich dir etwas zurückstellen? Was? Kannst du gar nicht seriös. Oh, unter einer Option, Stefan, ey. Was ist denn ein Scheißproblem, ey? Gehst du auf Steuerung? Ja, wo denn? Dann machst du dann auf. Moment. Geräteeinsatz von Umschalten auf Halten. Das ist so schwierig. Ja. Meine Fresse, ey. Ja. Immer muss man dir den kleinsten Scheiß erklären, ne? Immer muss man dir erklären, wie man A drückt, wie man Einstellungen umschaltet. Meine Fresse, ich hab da wirklich die Schnauze voll von. Ja, ich auch. Sind natürlich auch unten. Ich glaube, die hat noch Bandit, ja, ist ja toll. Mute. Ach, Mute. Ich spiele ja nur mit Mute, voll der Oldschool. Mute, sag ich immer, ne? Scheiße. Ach, ich bin der Glass, ist ja geil. Wow. Hab ich mich gerade so über Stefan abgefuckt, dass ich jetzt gar nicht mitbekommen hab, dass ich Glass bin. Das ist sick, ey. Ich hab mich abgefuckt.
Ich habe mich komplett verfahren mit der Drohne. Einsatz in 5 Sekunden. Macht dir nichts draus. Ja, bist doch scheiße. Ich kenne die auch nicht. Ich glaube, die haben Biogefahrgutbehälters. Wo sind hier eigentlich die Camps? Oh, ich bin falsch gespawnt. Ich habe eine Schrotflinte dabei, ist das doch nicht auch toll? Stark, ja. Das ist gut, Daniel. Was ist denn jetzt dieser scheiß Eingang, wo die eben reingegangen sind? Ist der Keller. Und der andere, der musste weiter rumgehen noch. Mit Stefan. Bist du doch da gut. Soll ich aufmachen? Ja, mach mal auf, dann. Ich gucke auch mit, ich habe mir eine Drohne da, ich guck das kenne. Okay. Treppe sieht sauber aus, kannst erstmal reingehen. Hier ist aber Strom dran. An den Wänden. Ja. Mutail hier. Warum ist mein Sound so komisch hier mit Glas? Hier ist offen. Franz, die Tür ist hier links, ne? Kommst du dir, Daniel? Ich gehe hier nach links. Ja, ich halte hier die Tür, die Treppe im Blick. Treppe, kommt was? Da ist einer hier. Der ist wieder hoch. C4. Oh, der fällt hier ist offen. Lol. Ah, der hat sich selbst getötet. Nice. Nicht so viel zappeln, Franz. Jetzt töte ich dich. Okay. Der eine hat einen Hit. Der rechts ist im Mute. Mal auf. Glaube, hier ist aber noch was okay, offen. Okay, zwei in der Tür. Hier. Mute ist down. Mute, was ist Steffen? Mute ist tot. Ich weiß nicht, ob hier noch was offensiv ist. Zwei in der Tür, Franz. Dann sind beide defensiv, oder nicht? Keiner mehr. Okay. Keiner mehr. Ah, doch, da ist noch irgendwas. Okay. Gehen weiter. Schrank bestimmt, oder? Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Oh, scheiße. Okay, einstellen. Rechts. Alle rechts in der Ecke, das ist Doc. Hinter der. Auf zur anderen Seite. Einer ist hinter einem Behälter. Über. Auf Frost. So, zu dir, Daniel, habe ich eine Umlaufkern. So. Ja, das ist schön. Ein Gegner verbleibt. Nice, Daniel. Ost. Doc war rechts, hast du gesagt, Franz, oder? Genau. Ey, Frost da. Pass auf, dass hier keine Matte ist. Wie mein Kumpel sagen würde, Zeit für etwas Krach. Alter! Das ist aber gerade. Ich hab wieder ein bisschen schlucken muss. Ah ne, okay, das ist ein paar Kugeln auch daneben gehauen. Ah, oh, richtig guter Angriff, Jungs, ey. Ja, wir sind schon ziemlich pro, ja, oder? Kann das sein? Vor allem beim Dezent C4 war richtig pro. Ja, das war richtig gut. Ich hab's noch nicht gesehen, aber. Also, ich hab nur gesehen, dass er selbst noch gemacht hat. Nee, ich hab den angefleckt, dann ist er hochgegangen, die Falltür war schon offen und dann wollte er das wahrscheinlich runterschmeißen. Ist das der Typ, der Bandit hat? Ich bin das. Der andere Typ, der will noch? Ja, komm, da ran, genau. Ach, wir gehen ins Hauptschlafzimmer, ja, das ist jetzt natürlich schlecht. Ich dachte, wir würden in den Kampf gehen. Oh. Anker ist immer nice. Warum habt ihr alle ausgewählt? Ja, ich dachte, wir würden im Keller. Du hast doch ausgewählt. Ich dachte, wir wären im Keller und spielst ich wollte eh nicht in die Tür stellen. Spielst du doch eh nur wegen dem Gerät mit dem Daniel. Ist so, Daniel. Wobei, der ist auch schnell und der hat einen Waffe, also C4 auch. Kommt einiges zusammen, wenn man spielen sollte. Warum vergesse ich eigentlich immer das Schild hier wieder einzupacken? Ich bin ja selber Player. Ich hab noch eine Wand. Wer hat hier überall Löcher reingemacht? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt. Hier kann noch mal ran. Warum wurde ich jetzt hier? Weil zwei Drohnen in das Zimmer gefahren sind. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter. Ich wechsle! Ich muss mein scheiß Schild hinstellen, mein scheiß Gewehr hinstellen soll. Stell dem Kopf der Waffe. Soll er irgendwo eine Wand versteckt werden? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
Oh, aber ich bin offensiv, ne? Die Seilen gerade. Ja, du bist Puls, du musst offensiv spielen. Nein, muss ich gar nicht. Weg, Fenster. Da ist immer so ein Piran von Anfang an. What the fuck? War ich da oben was kaputt gegangen? Ich höre hier aber was. Wieder eine Treppe nach oben. Ach komm schon, wieso krieg ich den Headshot denn? Der könnte jetzt an meinem Gewehr gehen, also passt auf. Sofort sehe ich noch nichts bei dir, also Stefan. Der Treppe auf jeden Fall nicht. Kann ich aber Bescheid. Bei deiner Tür musst du aufpassen, Daniel. Richtig, das ist mit dem ja, der ist abgeschossen. Ah, ja. Fenster. Ach, scheiße, ich dachte, ich hätte gehört, wie der gerade an meinem Fenster anlegt, oder was? Weil woanders. Danke, hab ich jetzt hinterher gesehen. Ja, das Problem ist, ich konnte jetzt auch nicht genauer beschreiben, ich konnte nur sagen, bei der Tür musst du aufpassen. Ansonsten hätte ich, also auf, keine Ahnung, Konsulat oder so, hätte ich das besser erklären können. So ein Ficker. Aber Hauptsache noch 3 Punkte vor Daniel. Hauptsache gleich mit dem Essen. Weil sein Name mit A anfängt, stimmt. Hauptsache Franz hat schon wieder in jeder Runde tot. Trotzdem ist er vor dir, Vigo. Ja. Wo sind wir nicht vor dir? Dafür bin ich Montage. Den Standort des Biogefahrguts. Ja, das sagst du nichts mehr, Franz, ne? Auch Montage muss ich mal opfern. Wie ich vorhin. Ja, das hast du richtig schön gemacht. Die sind auch eh wieder safe. Die sind wieder unten, glaube ich. Gute Arbeit. Der Biogefahrguts-Behälter wurde lokalisiert. Sind sie nicht? Nee, was? Ficke. Was ist denn los mit den Leuten in letzter Zeit? Scheiße, jetzt ist Daniel vor mir, ne? So ein Ficker. Boah, Daniel ist jetzt erster. Ja, warum ist. Diesmal kann es nicht vom Drohnen bei mir gewesen sein, weil ich irgendwie gar keine Ahnung hatte. Einsatz in 10 Sekunden. Ja, es kriegt eh nur der Punkte, der das Ziel scannt. Ansonsten kriegen alle die 10 Punkte fürs Entdecken der Option. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Schon was eigentlich für Typen, die sind ja so wie wir, dass sie fast nur mit alten Operatoren spielen. Ja gut, Cross kann man auch als alter Operator zählen. So was machen sonst noch nie. Verrückt. Cremor ist gelegt, Schockdrohneneinsatz. Da bin ich in einem anderen Raum als wir eben, oder? Yep. Ja, ich glaube schon. Sie drinnen? Keinen. Nein. Kann man aber gerade eben ein paar Schüsse entlang. Warte, die Postmatte liegt da. Ja? Bei wem drohnt sie überhaupt? Franz hier schießt. Ja, vom anderen, vom Raum weiter. Ah, easy Punkte für mich. Ah, jetzt hatte ich gerade Freischuss gehört. Hier steht auch einer. Ich weiß nicht, ob gerade links in der Tür was ist. Moment, jetzt sehe ich beides. Tür sehe ich keinen. Hier links sitzt der links, Typ. Rechts ist wieder in der Tür. Okay, wenn du jetzt gehst. Links ist jetzt einer. Wenn du jetzt gehst. Oh, ich hab die nicht getroffen. Rechts. Die sitzt gerade zu. An. Schade. Sorry. Der ist jetzt links im Fenster. Hier liegt noch eine Matte. Das ist eine Frostmatte. Ja. Boom. Das ist immer noch da links. Das war aber ein anderer, ich hab gerade noch den anderen Franz, genau. Matte. Sehr gut. Das Matte ist weg. Geh ich mal rein. Den Behälter sichern. Rechts im Fenster. Rechts. Zwei Stück rechts. Wow. Ja, da muss man hinten kommen.
Ja, ich beide sind bei mir. Also Frostmatte, Daniel, Frostmatte vor dir. Sicherung des Raumes einstellen. Ich konnte nicht weglaufen zuerst. Sind beide auf jeden Fall da. Ach komm schon, warum stirbt der nicht? Ach schade. Eigener Punkt neutralisiert. Das war meiner Meinung nach down gehen dürfen, der Bandit da. Boah. Das waren noch drei? Nee, noch zu drei. Ich dachte, es wären noch zwei. Ja. So ein Ficker. Hab's auch wieder von Daniel katapultiert mit meinen geilen, mit meiner geilen Schild-Action. Katapultiert. Weißt du, du musst Punkte bekommen, wenn die in den Schild geschossen haben. Ja. Hast du doch nicht gemacht. Das katapultiert ist auch Wahnsinn. Ja, Entschuldigung. Mir ist doch nicht meine Aufgabe, die Kills zu machen als Schildspieler. Dann kriegt man ja, dafür jetzt Punkte. Ja, ich bin wieder dabei, ne? Daniel, jetzt zeigst du mal so eine Krise, der genau, den genau. Jetzt. Ja, ich. Was kann ich dafür, wenn der Kollege Hauptschlafzimmer wird? Das ist ein richtiges Schlafzimmer, ey. Hier stehst du gerade mit dem Schild. Also mit dem. Hanka Schmanka, wie ich immer so sage. Ja, genau, hier soll ich hinstellen, das ist eine ganz gute Position da. Oh! Der ist eine. Oh, ich hab grad AMG sein Dings zerschossen. Stefan, warum machst du das? Weiß ich nicht, weil es lustig ist. So dicker. Soll ich dir noch ein zweites Schild hier hinstellen, Daniel? 10 Sekunden. Ja. Oh, kann man das gar nicht so hart machen? Moment, ich glaube, das ist hier im Weg. Die Gegner haben den Ungefahrgutbehälter lokalisiert. Mach mal ich die Türen die zu hier gerade. Das Spiel scheiße ist. Was? Immer sind die Spiele scheiße, Stefan. Eben war Pubis scheiße, jetzt ist Randy scheiße. Was ist denn ein Problem? Was ist denn ein Problem? Richtig nice Smoke-Granate da geworfen. Sollte vielleicht auch mal Ränder hochziehen. Eine gute Idee. Ah, Kollege, nice. Beast Mode. Assi. Ist noch einer ins Gift gelaufen? Ah, Beast Mode, Kollege. Ah, oh, Beast Mode, Franz. Oh, yes. Ich wurde entdeckt, hier ist noch irgendwo eine Drohne. Ja, auch. Okay, wenn die dich auch gesehen hat. Bleib einfach angeschützt, das ist mir egal. Ich geh mal auf Drohnenjagd. Wenn die mich und dich gesehen hat und ich so lag. Ein Gegner verbleibt. Und haben wir nicht? Ja, da. Ah! Ich lade nach und brauche Deckung! Lieber, ey. Hat jemand von euch geschossen? Ja, stimmt. Gegner eliminieren. Mission erfolgreich. Makellose Runde. Ich hab keinen Tod. Oh, Franz hat, ist mal nicht gestorben. Wahnsinn! Sieht trotzdem noch immer scheiße aus. Ja, wieso hat Dani sich an mir vorbei katapult? Ach, der hat Nassi geholt. Scheiße. Ja. Scheiße. Ja. Ich habe auch gar nichts gesehen gerade. Die sind halt ja, an meiner geilen Vorhut noch gar nicht mal vorbeigekommen, gemacht. Die Gegner. Da brauchte man mich gar nicht. Jetzt macht der Typ auch zufällig. Ach, du hast vieles gewählt. Ja, super, Stefan. Super. Jetzt hat er Ash genommen. Der hat sich gedacht, du bist total der Spielverderber. Ist so. Ja. Ist so. Ist so. Ja komm, dicker Lachs mit dem Schild. Ja. Schnelle Schild. Oder soll ich dich. Oder soll ich dich dicke Forelle nennen? Ah.
Turbo-Hecht. Was hat das mit Bell Rock? Das hat mir Erik erzählt. Das ist schon ein bisschen witzig. So, wo können die Typen sein? Keller haben sie ja nicht geholt gehabt. Keller, also. Oben hatten sie aber gewonnen. Ne, unten hatten sie nicht. Oben haben sie gewonnen, unten hatten sie nicht gewonnen. Ja, sind wieder unten. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Könnte wieder Doc sein. Keine Ahnung, was für ein Radar, dann habe ich sofort ein Handy gegeben. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Kann ich eigentlich von oben da irgendwie durchfusen? Kennt ihr euch da aus? Das weiß ich nicht, das musste der Trainer fragen, nicht mir. Ich lauf einfach mal den Bäumen hinterher. Geh wieder hier durch den Keller. Obwohl, ich hab gar nichts zu aufspringen. Hat jemand was zum Aufspringen? Nö. Hallo? Hat der Kollege geregelt, ey. Hinter hier. Also hier müsste mit Ash sein. Und der hat der Hoxhilda. Alter, der Kollege räumt aber richtig auf. Aus dem Sprengbereich! Ich mag nicht mehr mit dem spielen. Ich kann ja nirgendwo reinfusen. Das. Oh. Nee. Perfekt, ey. Drohne. Adrenalinboost kommt. Wer ist hier Finger? Wer pusht mich hier die ganze Zeit? Ich? Lukas. Ist doch voll nett von mir, oder nicht? Willst du nur Punkte haben? Wow, ey. Dann mach ich was Nettes fürs Team oder ist das auch wieder falsch, ne? Ja, fuse doch mal rein, Stefan. Oh, zwei Willkommensmatten zerstört. Der letzte ist auch, aber pass auf, dass der dich nicht durchdeckt. Wie lange braucht der zweite Blitz? Nur noch ein Gegner übrig. Hinten in der Ecke. Links in der Ecke. Ja, eine Assi bekommen, vor Daniel katapultiert. Easy. Alter. Ich hab auch eine Assi gemacht. Lukas, dieses Mal, wenn man nicht zweistellig ist. Und das irgend so ein Norweg übernimmt für dich. Wahnsinn, das ist schön, mal getragen zu werden. Hä? Hat auch Oma echt gut aufgeräumt. Ich bin vertraut heutzutage. Ne? Also wenn wir, Lukas, ich nicht weiß, wenn wir die Runde, wusste, wo der eine da war. Wenn wir das Match wirklich noch holen sollten, ja, dann schreibt dir mal, ob der in unseren Clan möchte. Dann sagt der bestimmt, boah, ihr seid alle so scheiße, ich will nicht so. Nur weil ich mal den Fehlcall gegeben habe mit Jasnaya, ne? Jetzt kriege ich sie immer zu spüren. Was nein? Ella. Oh, Classic Smash Baby dabei, ne? Das Spiel weiß etwas Gutes. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ach, oh, wieder Keller. Keller. Komm in meinen Keller. Keller. Sehr gut. Hat doch diese komischen Geschützcamps, oder? Was hat der mal erst durch, glaube ich, oder? Oder? Ah, Stefan, was weiß ich? Immer muss ich dir alles sagen. Ja, naja. So, irgendwas musst du doch gut sehen. Ach, nein. Ja, gut, in der Runde schon das so eine Geschichte. Ja, ich mache eine in den Vorraum und die andere mache ich zu dem Fass. Die andere Camp. Nur noch 5 Sekunden. Warum macht ihr eigentlich nicht mal die Tür zu? Das war schon der Gegner. Hat ihre Fahrgutbehälter lokalisiert. Du schützt das zwei, wenn du hier ja, um jeden Preis. Ja, das sind zwei Wände. Ich mach die mal hier hinten. Die Wand ist mit Strom. Bin festgelegt.
Von nett von mir, oder Franz? Ich glaube, hier war noch eine Drohne irgendwo. Ja, ich muss die noch Drohne. Eine Drohne ich muss die Drohnen kaputt machen. Ich brauche Punkte. Ah, Dani ist bestimmt an mir vorbei, ne? Ach nee, noch nicht. Ich glaube, über mir läuft was. Oder hinten durch dieses Fass. Wow, 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 wow. Ja, ich bin fast an dir. Nee, andererseits. Hier, von hier kommt auch was. Lütja, ey. Ah, Fass ist offen. Ja, jetzt reinschleicht, dann sehe ich ihn nicht. Der Kollege räumt aber echt auf, der Junge, ne? Deiner war gerade noch beim Haupteingang. Die sind beide da unten. Beim Garageneingang da. Ah, der hat jetzt die Cam geholt. Ha! Headshot! Um 3 gegen 1 macht ihr. Setz mich nicht unter Druck, Daniel. Jetzt Maul. Doch, tu ich. Ist hier, glaube ich, bei mir. Na, natürlich ist unser Freund ja schon wieder tot. Ne? Ja, was man das vom Weg. Jedes Mal bist du mir den Tragen, Typ. Hat der 2000 Kills oder so, ey. Alter, ne? Gar nichts hier im Team. Ich mach nur Kills. Okay. Nico holt auch was durch Camps an oder sowas, ne? Gegner eliminiert. Oh, Franz. Eigener Truppen. Fies. Ganz locker. Guck da eine Sekunde vor, sein, okay. Easy. Alter, ich glaube, schreib dir mal eine Mail, ne? Das ist wirklich nötig, wenn wir den tragen müssen. Oder du schreibst dem AMG-Typen dann gern geschehen. Problem. Ja, guck mal, der ist viermal gestorben, hallo. Wir mussten den viermal bei unseren Siegesrunden muss man den tragen am Ende. Oder einfach mal so ein Calculated. Ne? Oh, jetzt nimmt der mir Ash weg. So ein Ficker. Warum wählst du überhaupt aus, Stefan? Ja, Steffen, der Einzige, der hier macht, was er will. Ja, Maverick. Classic Schmerzig, baby. Dann kannst du mir mal ganzen Störer wegmachen, dann kann ich fusen. Kannst du ja nicht fusen, wenn die im Keller sind. Klar, durch die Tür, hab ich doch gerade auch gemacht. Ja, hast du damit dann gekillt? Nee, aber wir kommen es mal gemacht, damit ihr nicht sterbt. Tja. Musst du da ja noch nicht mal reinlaufen, um zu gewinnen. Ich bin lieber. Ich lass mich tragen. Dann komm ich nicht. Die sind doch das wieder um das, was sie gewonnen haben, oder? Boah, ich höre nix. Aber ich erinnere mich, dass das in dem Spiel auch nicht mal was bedeutet, dass man nichts hört. Ja, aber die sind, glaube ich, nicht schön. Ist ja irgendwo meine versteckte Wand sein. Safe unten, oder? 5 Sekunden. Einer läuft aber oben rum. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Ahnung, Erlaubnis zum Angriff. Ja, keine Ahnung, wo ich angreifen soll. Also Keller war jemand? Von euch mit der Drohne? Nö. Das ist... Ich weiß. Frost. Ja, die sind im Keller. Ah, der hat mir eine Drohne gehackt. Die haben einen neuen Upgrade. Boah, was für ein Ficker. Ja, die sind wieder unten. Unten ist verstärkt. Der Brenner ist stark klar. Da ist Daniel. Oh, scheiße. Nee, nicht gut, Daniel. 6 Punkte. Das war Tachanka übrigens. Wurde Daniel entdeckt. Bin hier mit der... Stefan! Ging ins Drohne. So ein Ficker! In der ersten Kurve! Kann
kann ich nicht mehr schießen. Das ist das Schild. Wurde wieder entdeckt. Hier. Also das Alien ist hier. Nein! Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Ja, ich wollte den Kill machen, deshalb. Das ist gerade in der Runde passiert. Also es war gerade schon ganz gut, dass ich Fletcher war, dadurch konnte ich den Schild deaktivieren. So. Das war ganz nice. Na, ich bin vor Daniel, ja. das ist wichtig. Easy win, ne? Hammer, ein EZ. Ja, weniger gestorben als Franz, alles gut. Auch wenn er vor mir ist. Franz ist ja auch voll drin in der Season, er hat jetzt schon 9 Spiele gespielt. Boah, ich bin letzter und bin am wenigsten gestorben. Ficke. Guck mal, der Kollege Silberzahn, der hat die da weggeraped, ey, Wahnsinn. Die Gegner, was haben die für einen Rang? Gut, Silber 1 ist der, oder ist der, Silber 1 müsste der Kollege sein. Gold 1, Gold 2 Gegner und dann Bronze 3 zweimal. Hat funktioniert, unser Silver Play, ne? Ist so. Give me that shit. Oh, look at that. Look at that shit.